Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Mondgeflüster. Heute geht es mal um ein Thema, auf das mich Mo auf Twitter aufmerksam gemacht hat. Ja, es ist immer wieder so schön, dass man glaubt, alles außergewöhnlich über Apollo zu wissen, aber dann eines Besseren belehrt zu werden. Platt gesagt geht es heute mal um eine Kamera und Urin. Wie das beides zusammenpasst, schauen wir uns heute in einem kurzen Video an. Nach einem kurzen Intro geht's los. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja, bevor ich auf den Zusammenhang eingehe, ein kurzer Abriss zu der entsprechenden Kamera und dem Urinsystem im Apollo-Raumschiff. Bei dieser Kamera handelt es sich um eine Hicon-Kamera, welche ausschließlich bei der Apollo 13 und 14 Mission mitgeführt wurde. Über beide Missionen gibt es schon ausführliche Videos hier auf diesem Kanal. Ich verlinke dir diese wie immer an den bekannten Stellen. Bei dieser Kamera handelt es sich um eine modifizierte Luftaufklärungskamera, die bei der Verwendung am Fenster der Besatzungsluke montiert war. Ziel war es, mit dieser Hochleistungskamera hochauflösende Fotos von zukünftigen Landestellen und Gebieten zu erhalten. Bei Apollo 14 kam es mitunter zur Fehlfunktion der Kamera, was dazu führte, dass der Verschluss ständig betätigt wurde. Die Ursache war ein Transistorschaden, der durch einen Aluminiumsplitter verursacht wurde, der sich im Schaltkreis des Verschlusses festgesetzt und das System kurz geschlossen hatte. Aber dazu gleich nochmal mehr. Bei Apollo 13 gibt es zwei interessante Quellen, die der Kamera und deren Equipment mal einen Anteil am provisorischen Lithiumhydroxid-CO2-Notfilter geben und mal nicht. Im NASA-Bildarchiv findet sich eine Aussage zu folgendem Bild. Ein nicht identifizierter Astronaut auf der linken Seite hält in seiner rechten Hand den Speisewasserbeutel des Portable Life Support System. Er ist mit einem Schlauch der Lunar Topographic Hicon Kamera verbunden. Allerdings gibt es weder im Transkript des Funks noch auf der NASA-Archivseite einen Hinweis auf einen Einsatz. Also wenn es nach mir geht, vertraue ich der Transkription. Wenn jemand von euch das Ganze verbindlich aufklären kann, lass es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ich habe mal in dem 765 Seiten langen Skript nach dem Begriff Hicon gesucht und auch nichts gefunden, was auf einen Einsatz beim Bauen des Filters hindeutet. Aber dafür, wie Mondfährenpilot Fred Hayes guter Dinge war, tolle Aufnahmen mit der Kamera zu bekommen. Für die Interessierten von euch packe ich das Dokument wieder in die Videobeschreibung. Ab Seite 167 findet ihr übrigens die komplette Kommunikation ab der Explosion des Sauerstofftanks. In den frühen Zeiten war aufgrund der Größe der Raumschiffe nicht wirklich an Toiletten zu denken. Die Ausscheidungen wurden entweder gesammelt und verstaut oder es gab ein Urinsammel- bzw. Ablasssystem. Das waren mitunter unappetitliche Angelegenheiten zu der Zeit. Bei Gemini 7 zum Beispiel erwiesen sich Urinbehälter stellenweise als undicht. Einer platzte sogar und der Urin schwebte in der Kapsel. Ein als Staubsauger umfunktioniertes Abluftrohr von einem Raumanzug wurde fürs Absaugen genutzt. Astronaut Frank Borman schlug nach der Mission vor, dem Raumschiff einen Rohr- und Ventilmechanismus hinzuzufügen, um einfach Urin in den Weltraum freizusetzen. Eine Idee, die dann beim Apollo-Raumschiff umgesetzt wurde. Über das Apollo Waste Management System werde ich nochmal ein eigenes Video machen, da es heute nicht das eigentliche Videothema ist. Für den Einsatz der Kamera und dem Film musste aber ein Unterdruck herrschen. Daher gab es aus dem Apollo Waste Management System einen zusätzlichen Anschluss an der Urinentsorgung, um ein Vakuum oder in diesem Falle eher einen Unterdruck für den Film zu erzeugen. Ich stand dazu auch in Kontakt mit Gavin vom People of Space auf Twitter, der mir Links zu den Dokumenten gegeben hat. Gavin, if you see this, best regards from Germany and thank you for your help. Team Space. Leider konnte ich die Abzweigung aus dem Urinmanagement zur Kamera hin noch nicht lokalisieren und Gavin konnte noch nicht weiter supporten. Kein Vorwurf, ist nur die Beschreibung. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich würde nie behaupten, von mir allwissend zu sein. Und vielleicht weiß ja jemand aus der Community mehr, dann lasst es mich auch hier in den Kommentar wissen. Das wäre dann wieder eine schöne Teamarbeit. Aber wieso muss eigentlich ein Unterdruck an der Kamera herrschen?
Wie eingangs erwähnt, handelt es sich um eine modifizierte Luftaufklärungskamera. Ich bin in einem alten deklassifizierten Bericht auf folgende Info dazu gestoßen. Um die Fotoausrüstung in der Luft vor den Umwelteinflüssen bei hohen Geschwindigkeiten und großen Flughöhen zu schützen, ohne die Stromversorgung des Flugzeugs übermäßig zu belasten, sollte in naher Zukunft eine druckdichte Kameraumhüllung entwickelt werden. Eine Kamera, deren Innenraum für die Dauer des Einsatzes dem Luftdruck am Boden entspricht, ohne dass während des Fluges eine zusätzliche Druckbeaufschlagung erforderlich ist. Dies würde verhindern, dass die an anderer Stelle dringend benötigte Energie des Flugzeugs verbraucht würde. Und sie würde dazu beitragen, dass die Kamera ordnungsgemäß funktioniert, der Film im richtigen Format fixiert und die Schärfe während der Aufnahmen beibehalten wird. Die beste Methode, den Film während der Belichtung zu fixieren und flach zu halten, ist die Verwendung einer Unterdruckplatte im Formatbereich. Ja, ich finde das jedenfalls immer faszinierend, wie kreativ, aber auch pragmatisch in dieser Zeit vorgegangen wurde. Ah, wir brauchen einen Unterdruck. Wir erzeugen doch Unterdruck im Urinsystem. Lasst uns das doch einfach nutzen. Ja, und wenn ich schon dabei bin und damit das Video nicht zu kurz wird, gehen wir, wie ich eben schon mal kurz erwähnt habe, auf die Fehlfunktion der Kamera bei Apollo 14 ein. Ich blende euch mal nebenbei hochauflösende Aufnahmen der Kamera ein. Ein Bild ist bis zu 70 MB groß und bietet detailreiche Aufnahmen des Mondes. Die Fehlfunktion verhinderte leider aber scharfe Aufnahmen vom Landeplatz im Fra-Mauro-Hochland mit der Mondfähre von Apollo 14, was CM-Pilot Stuart Rosa wie folgt Richtung Houston kommentierte. Ich habe die Landung fotografiert, weil ich dachte, dass wir keine weitere Chance haben würden. Und ich habe 39 Bilder aus dem Magazin V bei der Landung geschossen. Ich weiß nicht, ob es klappen wird oder nicht, denn es hat die ganze Zeit gescheppert und geflattert. Dies führte leider zu unscharfen Fotos und wir mussten bis 2009 warten, bis der Lunar Reconnaissance Orbiter hochauflösende Fotos von den Landestellen von Apollo machte. Jo, das war mal eine etwas andere Folge. Lasst es mich doch mal wissen, ob ich über solche kleinen, smarten Infos aus der Raumfahrtgeschichte ruhig auch mal kürzere Videos machen soll. Ja, danke auch an Patrick, der hier am Skript auch mitgearbeitet hat aus dem Rechercheteam. Okay, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass es mich doch mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar wissen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann ist natürlich jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Ich bedanke mich abschließend fürs Einschalten, Zuhören und für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Mondflüsterer aus Stralsund.